Hallo zusammen und willkommen. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung trägt wesentlich zu einem vorteilhaften Lebensstil bei. Dein Körper sollte täglich über genügend Nährstoffe und eine ausreichende Trinkmenge verfügen. Dadurch bleibt er leistungsfähig. In der Kombination mit angemessener Bewegung kannst du außerdem Übergewicht mit den bekannten Folgen vermeiden. Aufwendige und teure Diäten bleiben dir erspart. Im Rahmen deiner Ernährung sollten verstärkt natürliche Schlankmacher ihren Platz finden. Neben einer kalorienarmen Eigenschaft verfügen bestimmte Mittel sogar über eine entzündungshemmende, schmerzlindernde und antibakterielle Wirkung. Grund genug, sich einmal näher mit diesem Thema zu befassen. Mit außergewöhnlichen Eigenschaften sind Ingwer und Wassermelone ausgestattet. Wassermelonen zählen zu den Kürbisgewächsen und sind in mehr als 150 Sorten verfügbar. Zu den wichtigsten Anbauländern zählen China, die Türkei, die USA sowie Brasilien und der Iran. Eine Wassermelone besteht, wie der Name schon vermuten lässt, zum weitaus größten Teil aus Wasser. Dabei handelt es sich um einen Anteil von fast 95%. Der ideale Durstlöscher trägt dazu bei, durch seine Fruchtsüße unkontrollierten Heißhunger zu verhindern. Pro 100 Gramm enthält eine Wassermelone lediglich etwa 30 Kalorien. Außerdem verfügt eine Wassermelone über 0,5 Gramm Protein, 0,3 Gramm Fett, 6,3 Gramm Kohlenhydrate, das Hauptschutzvitamin C zur Stärkung des Immunsystems, Vitamin A und Vitamin B6, sowie die Mineralstoffe Eisen, Magnesium, Phosphat, Calcium und Kalium und darüber hinaus sekundäre Pflanzenstoffe. Für die Rotfärbung einer Wassermelone sorgt der Inhaltsstoff Lycopin. In 100 Gramm Wassermelone sind 4532 Mikrogramm Lycopin enthalten. Als Antioxidant bekämpft Lycopin freie Radikale und verfügt über eine entzündungshemmende Wirkung. Außerdem trägt Lycopin zur Gesundheit der Knochen bei. Je reifer das Fruchtfleisch, umso intensiver ist die Wirkung von Lycopin. Wassermelonen enthalten ebenfalls die sekundären Pflanzenstoffe Citrullin und Beta-Carotin. In 100 Gramm Wassermelone beträgt der Anteil an Beta-Carotin 245 Mikrogramm. Citrullin und Beta-Carotin tragen zu entspannten Blutgefäßen bei und stärken dadurch das Herz-Kreislauf-System. Neben der blutdrucksenkenden Eigenschaft leistet die Wassermelone einen Beitrag zur Regulierung des Blutzuckerspiegels. Die Wassermelonenkerne enthalten neben den Nährstoffen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate ebenfalls wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Die Kerne kannst du rösten, bei Bedarf salzen und als Knabberei nutzen. Geröstete Wassermelonenkerne bieten sich ebenso als Salattopping an. Kommen wir nun zu dem Einkauf und der Lagerung von Wassermelonen. An der äußeren Schale kannst du den Reifegrad einer Wassermelone nicht erkennen. Wenn du eine Hand zur Faust machst und mit den gekrümmten Fingerknöcheln gegen die Schale klopfst, kannst du jedoch testen, wie reif die Melone ist. Bei der Klopfprobe muss ein voller, klangvoller Ton zu hören sein. Ein dumpfes, hohles Geräusch sollte dich eher vom Kauf abhalten. Mit etwas Übung kannst du damit den Reifegrad zuverlässig herausfinden. Du kannst eine Melone bis zu mehrere Wochen im Kühlschrank lagern. Dazu bietet sich das Gemüsefach an. Im angeschnittenen Zustand solltest du den Rest möglichst bald verbrauchen, damit sich kein mehliges Fruchtfleisch entwickelt. Eine halbierte Melone kann zur Aufbewahrung im Kühlschrank am besten mit einer Klarsichtfolie geschützt werden. Das Fruchtfleisch einer Melone sollte zum Verzehr möglichst gleichmäßig rot oder rosa gefärbt sein. Kommen wir nun zu ein paar Tipps für heiße Sommermonate. Befindet sich in deinem Besitz ein Bowlebehältnis? Darin kannst du für Partys an heißen Tagen eine leckere Wassermelonenbowle zubereiten. Ansonsten kannst du dafür auch eine ausgehöhlte Hälfte einer großen Melone verwenden. Du befüllst die Schale mit einer Flasche Weißwein und einem halben Liter Wodka. Darin verteilst du kleingeschnittene Würfel aus der Wassermelone zusammen mit dem Inhalt einer Dose mit gemischten Früchten. Dann verschließt du das Gefäß mit einem Deckel oder lässt die Bowle einige Stunden im Kühlschrank stehen. Die Bowle ist dann durchgezogen und kann kühl serviert werden. Je nach Geschmack und Bedarf kann sie zuvor noch mit gekühltem Sekt ergänzt werden. Smoothies mit Wassermelone sind im Sommer ebenfalls beliebt. Dazu vermischst du 400 Gramm entkerntes Fruchtfleisch, einen großen Becher Joghurt und einen Esslöffel Puderzucker mit 150 ml Milch. Danach fügst du 2-3 Kugeln Vanilleeis dazu und mixt daraus einen schaumigen Shake. Zur Dekoration bieten sich kleine Minzblätter an. Kommen wir nun zu dem nächsten Superfood, Ingwer. Ingwer stammt ursprünglich aus den tropischen Bereichen Südostasiens. Das Geschenk der Natur wurde durch arabische Händler nach Europa gebracht. In einem englischen Kochbuch wurde Ingwer erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt. Es handelt sich um eine krautartige Gewürzpflanze.
Deren Wurzel verfügt über eine einzigartige Wirkstoffkombination. Neben wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen enthält die Ingwerwurzel ätherische Öle und Harzsäuren. Die chinesische und indische Traditionspflanze wird in ca. 250 Tagen im Jahr geerntet. Sie verfügt über einen aromatischen Geruch und einen sehr scharfen bis brennenden Geschmack. Derzeit ist China der weltweit größte Ingwerproduzent. Zu den beachtlichen Inhaltsstoffen der gesundheitsfördernden Ingwerwurzel zählen vor allem die ätherischen Öle. Neben den ätherischen Ölen Borneol, Cineol und Farnesen enthält Ingwer insbesondere Sugarole und Gingerole. Diese sind auch für die Schärfe der Knolle verantwortlich. Sekundäre Pflanzenstoffe geben der Ingwerwurzel einen gelblichen Farbton. Außerdem bekämpfen sie freie Radikale. Aufgrund der hohen Nährstoffkonzentration wird Ingwer in Verbindung mit anderen Inhaltsstoffen mit einigen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Dazu zählen schmerzlindernd, entzündungshemmend, antibakteriell und antiviral, antioxidativ und antimetisch. Die hervorragende Wirkstoffkombination von Ingwer kann daher vielfältig zu gesundheitlichen Zwecken eingesetzt werden. Dazu zählen insbesondere klassische Erkältungssymptome wie Schnupfen und Husten, Sodbrennen, Magenbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen, Förderung der Durchblutung, Linderung bei Schmerzen und Entzündungen sowie die Unterstützung und Stärkung des Immunsystems. Durch eine Tasse Ingwertee zum Frühstück optimierst du deinen Blutfluss durch die Mineralstoffe Magnesium, Chrom und Zink. Dadurch verbesserst du den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff zu deinen Organen und Muskelzellen. Du erhöhst deine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit und kannst vital in den Tag starten. Diese Chance solltest du nicht ungenutzt lassen. Die ätherischen Öle und Nährstoffe der Superknolle wirken beruhigend auf den Magen. Eine Tasse Ingwertee vor einem Reisebeginn ist daher empfehlenswert. Gingerole und Sugarole üben außerdem eine anregende Wirkung auf die Verdauungsenzyme aus und fördern den Verdauungsprozess. Ingwer neutralisiert übermäßige Säure und lindert dadurch Sodbrennen und Übelkeit. Ingwer regt aufgrund seiner konzentrierten Nährstoffe den Stoffwechsel und damit die Fettverbrennung an. Die nährstoff- und ballaststoffhaltige Wurzel stabilisiert außerdem den Blutzuckerspiegel und verhindert eine übermäßige Insulinausschüttung. Da die Ausschüttung des Hormons Insulin jeweils die körpereigene Fettverbrennung unterbricht, begünstigt die Verhinderung von Insulinausschüttung den Fettabbau. Durch ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl trägt Ingwer zur Verhinderung von unkontrolliertem Heißhunger bei. Eine Tasse Ingwertee vor den Mahlzeiten sorgt bei gleichem Energieverbrauch im Alltag für eine geringere Kalorienaufnahme. Allein deshalb kommt es über einen längeren Zeitraum automatisch zu einer Reduzierung des Körpergewichts. Ingwertee gilt als idealer Begleiter bei Diäten, da zusätzlich noch die Verdauung und Entschlackung gefördert wird. Die Wirkstoffe der Ingwerwurzel aktivieren die weißen Blutkörperchen und stärken damit die Funktionstüchtigkeit des Immunsystems. Zusätzlich trägt die entzündungshemmende Eigenschaft von Ingwer zur Effizienz des körpereigenen Abwehrsystems bei. Dies gilt auch für die antibakterielle und antivirale Wirkung der Wurzel. Dadurch können Erkrankungen besser verhindert und Heilungsprozesse begünstigt werden. Du solltest dich insbesondere in der Haupterkältungszeit des Jahres durch einen höheren Ingwerkonsum stärken und dich so gegen Erkrankungen schützen. Die schmerzreduzierende Wirkung von Ingwer kann gegen Kopfschmerzen sowie Muskel- oder Gelenkschmerzen lindernd eingesetzt werden. Kombiniert mit Zitronensaft kannst du Ingwer gegen ärgerlichen Mundgeruch verwenden. Zur natürlichen Bekämpfung vermischst du jeweils einen Teelöffel Ingwersaft mit Zitronensaft und etwas warmem Wasser zur Verdünnung. Damit kannst du je nach Bedarf mehrmals täglich gurgeln. Ingwer kann außerdem frisch getrocknet oder gemahlen als Gewürz oder Küchenkraut verwendet werden. Ein geschältes oder zerriebenes Stück Ingwer kann beispielsweise Suppen oder Geflügel geschmacklich bereichern. Ebenso findet Ingwer in der Lebensmittelindustrie als Getränkebestandteil Verwendung. Es ist in Ginger Ale oder Ingwerbier enthalten. Aufgrund der anregenden Wirkung von Ingwer ist auch sein Zusatz in Kaffee oder Tee beliebt. Ebenso kannst du aber auch puren Ingwertee trinken. Zum Einsatz von Ingwer in der Küche stehen kreative Rezeptideen zur Verfügung. Für die Zubereitung einer leckeren Suppe mit Ingwer benötigst du etwa 50 Gramm frischen Ingwer, je eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe, 1 Kilogramm Möhren, 2 Esslöffel Gemüsebrühe, 1 Esslöffel Öl, 100 Milliliter Sahne, Salz und Pfeffer. Zunächst schälst und zerkleinerst du den Ingwer, die Knoblauchzehe und die Zwiebel in feine Würfel. Danach schälst du die Möhren und zerkleinerst sie in kleine Stücke. In einem Topf erhitzt du das Öl und lässt darin alles etwa 5 Minuten dünsten.
Nachdem du den Inhalt des Topfes mit einem Liter Wasser abgelöscht hast, rührst du darin die Gemüsebrühe ein und lässt alles auf mittlere Hitze 15 bis 20 Minuten kochen. Danach nimmst du die Suppe vom Herd und pürierst sie, bis sie cremig wird. Danach lässt du die Möhren-Ingwer-Suppe nochmals kurz aufkochen, rührst dabei die Sahne hinein und fügst nach Belieben Salz und Pfeffer hinzu. Die Möhren-Ingwer-Suppe kannst du nach deinem persönlichen Geschmack mit Kräutern wie Schnittlauch oder Petersilie sowie Creme Fraiche oder Kokosmilch verfeinern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.